Schönen guten Abend miteinander. Die Elena Christodoulou von Tickmill wieder hier am Donnerstagabend. Natürlich nicht alleine, wieder mit dem Dirk mit dabei. Und ja, ich sehe, der Raum hier, der füllt sich und der füllt sich. Es werden immer mehr. Insofern, ich fange mal ganz langsam damit an, das Thema kurz vorzustellen, den Risikohinweis vorzulesen, sodass bis dahin dann alle mit dabei sind. So. Und zwar, was ist das Thema? Heute geht es um den Tendenzhandel mit strategischen Grid Orders. Was das genau sein wird, wird uns natürlich Dirk erklären, weil so genau darunter was vorstellen kann ich mir aktuell auch noch nicht. Und ja, bevor wir mit der Präsentation anfangen, der kurze Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor Sie mit dem Live-Trading beginnen, sollten Sie Ihre finanziellen Umstände, Risikoeignung, Erfahrungsstand und Handelsziele sorgfältig prüfen. Die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handel dar. Sie dienen ausschließlich informellen Zwecken sowie der Veranschaulichung und Weiterbildung. Darüber hinaus müssen die Meinungen der Moderatoren nicht zwingend die Meinung für Google darstellen. Die Präsentation wurde nach bestem Wissen vorbereitet. Jedoch sind Ungenauigkeiten oder eventuelle Fehler in den Unterlagen möglich, wofür weder Tickmill noch der Moderator die Haftung übernimmt. Wie auch bei den anderen Webinaren selbstverständlich haben wir hier die Chat-Funktion. Da kann man natürlich die Fragen reinschreiben, die man haben sollte. Und ansonsten würde ich jetzt gerne an den Dirk weiterleiten. Dirk? Yes, Kannst der du hat mich sein hören? Mikro eingeschaltet. Ah ja, auch Ja, gut. dann erstmal Dankeschön für den Opener, Elena, und danke für die Einladung heute hier. Ich freue mich heute wieder hier im Webinar mit Tickmill zu sein, beziehungsweise mit den ja immer mehr werdenden Zuschauern und Zuhörern hier. Mein Name ist Dirk Hilger, ich bin der Entwickler vom SteroTrader. Die Elena hat mich ja gerade schon vorgestellt. Da kommen hier die ersten Fragen oder beziehungsweise Kommentare von euch schon rein. Das ist immer zu lustig, weil das ist natürlich immer für die anderen, die das nicht sehen, wenn man da plötzlich was ganz anderes sagt. Das ist immer ein bisschen verwirrend. Da schreibt einer zur Begrüßung Rakete im Euro und Gold. Okay, gut, nehme ich zur Kenntnis, kannst nur leider nicht handeln, aber gut zu wissen, weil hatte ich ja auch was dazu geschrieben, ist aber ein ganz, ganz anderes Thema. Und will mich jetzt halt hier auch nicht verzetteln und sage jetzt deswegen erstmal nach diesem langen, komplizierten Satz Hallo und herzlich willkommen. So, und wenn ich jetzt irgendwas richtig gemacht habe, dann ist jetzt hier mein Monitor zu sehen. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich noch was Ja, anderes auch mache. wunderbar. Sonst schimpft nämlich gleich die Elena mit mir. Moment, das mache ich jetzt hier ganz geschickt. So. Okay, Hat fast wunderbar, sieht alles funktioniert, gut oder? aus. Sieht alles gut aus, Ah. passt. Gut. Hat fast funktioniert. Okay. Also, heute ist das Thema strategische Orders beziehungsweise Tendenzhandel. Das ist so eine besondere Geschichte im SteroTrader, auf die ich jetzt mal eingehen werde. Der eine oder andere wird es auch schon kennen. Und grundsätzlich geht es halt hier um die. Ich will sie nicht Grid Orders nennen, das ist immer so ein bisschen vereinfacht, das Thema, sondern deswegen heißen sie auch im SteroTrader strategische Order. Was hat es damit auf sich? Und zwar, man hat ja grundsätzlich in einem Markt Tendenzen. Ja? Das heißt, der geht vom Prinzip her natürlich immer rauf und runter. Und wenn man jetzt als Beispiel mal einen Index nimmt, wie jetzt zum Beispiel den DAX, oder halt auch den Dow Jones oder egal welchen Index, alles was irgendwie aktienbasiert ist, hat eigentlich immer die Tendenz aufwärts. Ja, also es wird ja halt gekauft. Es gibt ja, das ist ja, und das sage ich halt auch immer wieder, das sollte man sich immer im Hinterkopf behalten, wenn man Indizes handelt. Da sind Aktien dahinter und Aktien wurden dazu irgendwann mal erfunden zum Steigen, nicht zum Fallen. Und deswegen ist auch so eine generelle, wenn man zum Beispiel nur Short ist, hat man einfach auch logischerweise einen statistischen Nachteil, weil ja halt immer irgendwann irgendwo gekauft wird und da jeder Index, glaube ich zumindest mal, heute höher steht als zu dem Zeitpunkt, wo er irgendwie aufgelegt wurde, ist das Ding ja auch grundsätzlich immer long und alles dazwischen ist Korrektur und nicht etwa die endgültige Verabschiedung und Schließung von dem Index. Und deswegen ist auch Short alles immer gut und schön, sollte man nur eben auch irgendwann wieder raus sein und nicht irgendwie auf den großen Crash warten, sondern dann eben glattstellen und dann ist gut.
und dann halt ein paar Punkte rückwärts mitnehmen. Das Schöne an Short ist immer, es geht schneller. Und deswegen ist auch im Scalping, es sind auch viele zum Beispiel auch eher Short unterwegs als Long. Aber Long ist eben zäher. So, und dieses ganze Gezerre, nenne ich es einfach mal, was wir halt im Markt haben, erzeugt ja einfach ein gewisses Rauschen. Und dieses Rauschen hat man sowohl im kleinen Timeframe, wie jetzt zum Beispiel im Minutenchart, aber genauso halt eben auch im Tagesschart. Also jetzt nur mal als Beispiel, ich meine, muss jetzt hier nicht irgendwie erklären, was ein Chart ist, sondern halt mal generell, um das eben auch nur noch mal zu verdeutlichen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel den 5 Minuten jetzt hier im DAX habe, ich sehe gerade, er ist ein bisschen tiefer gegangen, als ich es eigentlich wollte. Hier 5 Minuten im DAX, da hat man einfach ein Auf und Ab. Ja, so. Und die schwarzen Kerzen sind meistens ein bisschen länger als die weißen, beziehungsweise halt die roten länger als die grünen. Die meisten haben ja irgendwie rote und grüne Kerzen. Und das nennt man ja halt, je nachdem, in welchem Timeframe man ansonsten unterwegs ist, Rauschen. Ja, so. Und auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel heute Intraday, wenn ich das mal ein bisschen kleiner mache, dann halt eine, die ganze Kram nochmal weg, eine Short-Tendenz habe, ja, dann ist es aber trotzdem so, dass natürlich auch Käufer da sind. Das heißt, es läuft ja die ganze Zeit gegeneinander, so eine Geschichte. Und wenn man jetzt hier irgendwo heute Short gegangen ist, jetzt als Beispiel mal im DAX, und dann hat man ja letzten Endes den ganzen Tag drauf gewartet, um hier irgendwie 70 Punkte oder so als Beispiel mitzunehmen. Das Hoch war heute hier bei 755 und das Tief bei 650, also knapp 100 Punkte. Jetzt wird ja keiner oder kaum jemand es irgendwie geschafft haben, genau den Peak zu erwischen und genau da unten rauszugehen, sondern es geht ja letzten Endes beim Handel dann darum, irgendwo halt ein Stück mitzubekommen. Und das ist dann vielleicht hier einfach von irgendwie knapp über 700 bis irgendwo, weiß ich nicht, 670. So, vielleicht 30 Punkte. Wenn man das richtig eingeschätzt hat, dann hat man da heute mit 30 Punkten Short sein Geld verdient. So, aber was ist mit dem Gesamten dazwischen? Ja, also ich meine, da ist ja auch was passiert. Und deswegen ist es auch zum Beispiel möglich, wenn jetzt heute jemand nur Long war, dass der genauso irgendwie seine 30, 40 Punkte verdient hat, genauso wie der Short war. Und deswegen ist halt auch vom Prinzip her, zumindest mal im Daytrading, auch nicht wichtig, ob man jetzt mit oder gegen den Trend unterwegs ist. Solange man dann irgendwo seinen Edge hat und die Punkte abpasst, ist es eigentlich fast egal. Ja. Und die Idee, die jetzt halt dahinter steckt, hinter dem strategischen Handel oder dem Tendenzhandel, ist halt die, dass man halt sagen kann, naja, ich habe halt hier eine Orderart und ich bin eher der Meinung, das fällt heute. Also gehe ich tendenziell short. Jetzt kann ich aber nicht einfach normalerweise mit dem Handelsprogramm sagen, naja, geh mal tendenziell short, sondern ich muss ja entweder short oder long. Ja. Und da gibt es halt die Möglichkeit, im Stair Trader mit der strategischen Order zum Beispiel zu arbeiten. Und dann ist es auch so, da kann man auch, also habe ich zumindest auch schon mal live vorgemacht, auch völlig falsch unterwegs sein, ja, und man verdient trotzdem Geld. Ein Beispiel bei mir war mal, da war ich im Dow Jones irgendwie nur short, only, Tendenz short, und der Dow Jones ist irgendwie in 3, 4 Stunden 150 Punkte gestiegen und trotzdem habe ich die ganze Zeit aber mit short Geld verdient, ja, und habe das nicht mal gemerkt, also nicht mal so wirklich realisiert und danach irgendwann so festgestellt, hä, der ist ja 150 Punkte gestiegen. Kann ja sein. Und es kann trotzdem eine Tendenz da sein, ja, weil wenn auf dieser Strecke halt immer wieder Abverkauf ist und immer wieder ein paar lange schwarze Kerzen kommen, kann das halt funktionieren. Und das geht halt zum Beispiel mit dem Stair Trader automatisiert. Und das geht hierüber, über die strategische Order. Ja, das ist halt hier dieses Panel, was man aufklappen kann. Und dort sind diverse Algorithmen drin. Die haben halt so, ja, so ein paar bisschen schwer verständliche Namen, da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Und ich zeige jetzt nur mal ein Beispiel. Das ist hier so mein Lieblingsalgorithmus, 5 mal ATR durch 3. Und das heißt, nur um das mal zu zeigen, wenn ich jetzt hier der Meinung bin, naja, das ist nicht unbedingt Short, der wehrt sich sowieso noch und geht dann auf Long. Und dann macht er mir hier halt gemessen an der ATR 5 Orders auf und verteilt die halt auch der ATR entsprechend jetzt hier im Chart, ja, beziehungsweise halt hier,
hier in dem Bild letzten Endes. So, und das bedeutet, um das mal ganz kurz zu erklären, 5 mal ATR durch 3 heißt, der nimmt die ATR, also die Average True Range, das ist nichts anderes als die Volatilität bemessen an 5-Minuten-Kerzen. Ja, das ist also der Durchschnitt, die durchschnittliche Länge einer 5-Minuten-Kerze, das ist die ATR. Die wird hier gerechnet, ich glaube, auf die 20 letzten zurückliegenden Kerzen. Teilt diese ATR durch 3 und verteilt eben auf dieser Strecke entsprechend 5 Limit Orders. Ja, und berechne die auch selbst. Jetzt hier habe ich zum Beispiel eine Positionsgröße von 12,50 € pro Punkt. Ich kann das hier auch mal nochmal sichtbar stellen, dass man auch die Positionsgröße sieht. Hier mit Shift-Click. So, machen wir hier, stellen wir das auch mal um. Auch mit Shift-Click. So, und dann sieht man hier, er hat jeweils 2,50 € pro Punkt. Das liegt daran, hier oben steht 12,50 €, geteilt durch 5 sind halt 2,50 € pro Limit Order. Und das hat er entsprechend, ja, von der Gesamtmenge verteilt. Das heißt, ich gebe hier oben, gebe ich halt meine Positionsgröße ein, meine Gesamtpositionsgröße. Und die strategische Order rechnet das automatisch um, was dann der letzten Endes wirklich bei rauskommen muss. Und also entsprechend hier dann 2,50 € pro Punkt. Ja, und deswegen verteilt sich das jetzt hier so. Ist natürlich jetzt hier nicht unbedingt der ideale Markt dafür. Jetzt gerade um diese Uhrzeit muss man natürlich auch dazu sagen. Und aber darum geht es ja jetzt hier gerade nicht. So, und jetzt könnte man natürlich auch irgendwie meinen, oh, was passiert denn, wenn der DAX jetzt darunter rauscht, kriege ich einen Margin Call, habe irgendwie 12,50 € pro Punkt und stehe unten im Stop Loss. Kann nicht passieren, weil diese Orders alle verkettet sind. Ja, vielleicht sehen wir das gleich. Also Limit Pullback Order, das dürfte ja den meisten mittlerweile ein Begriff sein. Das heißt, die wird erst in einem Rücklauf gefüllt. Und das sind nicht nur alles Limit Pullback Orders. Jetzt sehen wir es vielleicht. Geht nämlich hier gerade in die Range rein. In die Range geht er rein. Und dann mal gucken, was. Vielleicht kriegen wir es noch ein bisschen mit nach unten und dann wird man den Effekt sehen, wenn er jetzt noch ein paar Punkte runterspringt. Ansonsten, gut, jetzt halt nicht. Also, was würde passieren? Bei einer Limit Pullback Order ist es ja so, dass die Order sich erstmal mit der Bewegung verschiebt und im Rücklauf gefüllt wird. Und bei dieser Art ist es aber eben so, dass nicht nur eine Order dann verschoben wird, sondern alle nachfolgenden werden gleichzeitig mit verschoben. Und das heißt natürlich, wenn er jetzt hier zum Beispiel halt hier drunter springt, ja, und zieht das Ganze runter und dann schiebt er auch das ganze Orderpaket runter. Und beim Erreichen vom Stop-Loss ist eben nur das dann auch im Stop-Loss, was bis dahin gefüllt war, aber auf keinen Fall halt alle. Und das heißt, wenn es dann da unten landet, vielleicht kriegen wir jetzt hier sogar den Effekt, wäre ja möglich. Und wenn es da unten landet und dann sind die anderen sowieso weg. Ja, also wie gesagt, hier jetzt eigentlich kein gutes Beispiel, weil halt jetzt gerade um die Uhrzeit habe ich auch nicht mehr hier den idealen Spread und es ist auch kein DAX mehr, sondern nur noch der Dackel vom DAU, was hier gerade läuft. Deswegen jetzt auch bitte nicht hier nachmachen, sondern wenn dann schon halt gezielt. Und das ist halt die Sicherheit, die sich da halt verbirgt. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier, sieht man auch, die Fills sind jetzt nicht so ideal, das ist natürlich alles viel zu eng beieinander, aber bei normaler Wohler ist es schon ein sehr, sehr gutes Werkzeug. Und das ist halt das, was dahinter steckt. So, jetzt erstmal von der Eindeckung, von der Auflösung ist es so, dass man halt hier einen Trail auswählen kann und diese strategische Order berechnet also nicht nur den Abstand von den Orders, wo die halt überall liegen, gemessen an der aktuellen Volatilität. Wo war ich jetzt gerade? An der Volatilität, sondern macht auch die Auflösung an der Volatilität. Das heißt, hier der Trading-Beginn und der Trading-Abstand wird ebenfalls mit der ATR berechnet. Und das führt eben dazu, dass ein Auf und Ab auch immer wieder aufgelöst wird. Ja, so hat man halt immer kleine Gewinne, die man dann halt mitnimmt oder beziehungsweise die automatisch mitgenommen werden. Und so kriegt man halt das ganze Rauschen eingefangen. Ja, und das ist halt der Riesenvorteil einfach dahinter. Und so hat man auch schon mal
die Möglichkeit, oder was heißt Möglichkeit, so kann es halt einfach auch schon mal sein, dass man komplett falsch liegt, ja. Also wie jetzt hier zum Beispiel, ja, ich meine, er fällt ja. Man hätte jetzt hier Short gehen können, hätte jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 10 Punkte halt eingefangen. Und der kann halt auf diese Art und Weise, wie gesagt, im normalen Handel, jetzt nicht der DAX um die Uhrzeit, sondern im normalen Handel, kann der 100 Punkte gegen mich laufen. Ich kann trotzdem die ganze Zeit mit Long Geld verdienen oder zumindest mal nicht so viel Verlust machen, wie wenn ich einfach eine Long-Position halt aufhabe. Und das ist halt das Nette dahinter, dass es halt auch verzeiht. Ja, also wenn man irgendwie sagt, so, ich bin hier Long oder bin Short und das Ding steigt erstmal weiter, dann habe ich ganz oft die Möglichkeit, da halt auch zu erkennen, okay, ich liege falsch, ich lasse das lieber mal. Und ohne, dass es Geld kostet, sondern das, wie gesagt, das kann dann irgendwie 20, 30 Punkte lang in die falsche Richtung laufen oder wie bei mir letztens sogar noch mehr, ohne dass ich es gemerkt habe. Und funktioniert aber trotzdem. Ja, also beziehungsweise tut dann einfach nicht so weh, wie wenn man einfach nur eine Position aufgibt. Und ich muss halt echt auch sagen, ich nutze es wirklich viel zu wenig, weil es mir immer zu spät einfällt. Also gerade gestern war zum Beispiel so ein Markt im DAX. Da bin ich mal wieder nicht drauf gekommen, dass auch die strategische Order gibt. Aber da habe ich morgens schon geschrieben, dass halt nach starken Anstiegen, wie wir so zum Beispiel im DAX ja am, was haben wir heute, Donnerstag, wie es am Dienstag war, der ist ja irgendwie, ich glaube, 200 Punkte oder so halt gestiegen. Und nach solchen Tagen ist es ganz oft so, dass es erstmal halt eine Range-Bildung gibt und der nicht einfach runterkommt, ja, sondern einfach halt sich erstmal oben einpendelt und alle Dips gekauft werden. So ein Markt, der ist natürlich prädestiniert genau dafür, weil mit dem manuellen Handeln wird man da wahnsinnig, ja, weil er immer wieder hoch und dann doch immer wieder runter, bricht nicht oben aus und doch wieder runter, nicht hoch, nicht runter. Und dafür ist es natürlich super. Die hätte man eigentlich nur morgens anwerfen müssen und laufen lassen und man hätte wahrscheinlich gestern irgendwie ein paar hundert Punkte mitgenommen. Aber wie gesagt, fällt mir leider auch immer viel zu spät ein. Und jedes Mal, wenn ich es aber dann halt mache, und dann frage ich mich, warum handle ich überhaupt noch irgendwas anderes als mit dieser strategischen Order, weil es halt einfach so viel bequemer halt ist. Ja, man muss halt natürlich trotzdem das Ganze ein bisschen im Auge behalten. Und weil wenn man natürlich dann irgendwie ins Squeeze reingerät, wie das zum Beispiel vorgestern der Fall war, dann hat man natürlich mit so einer strategischen Order, wenn die halt auf Short gedrillt ist, natürlich auch keine Chance. Aber trotzdem sind die Loser, die dann halt kommen, auch nicht so groß, wie wenn man einfach nur eine Order drin hat und der Sache zuguckt. Ne? Und was schreibt da einer? Das etwas Fragwürdige dabei ist die Tatsache, dass man so im Verlust nachkauft. Ja, das ist aber sowas von überhaupt gar nicht fragwürdig. Das ist wirklich so ein, das schreibt der Stefan. Also ich gehe da mal kurz drauf ein. Ich kenne wirklich einige professionelle Händler, die wirklich seit Jahren jeden Tag Geld aus dem Markt ziehen. Und nicht alle, aber wirklich viele davon machen genau das. Ja, also, weil das ist so ein Lehrbuchding, dass man halt sagt, man darf nicht im Verlust nachkaufen. Wieso nicht? Ja, also, ich meine, wenn man halt einfach verbilligt, ja, und irgendwie ansonsten halt sich nicht drum kümmert. Klar, es ist keine gute Idee, weil das nutzt ja im Endeffekt nichts. Und aber nichtsdestotrotz, ich habe da auch mal einen Artikel dazu geschrieben, der auch auf meiner Seite ist und da auch mal ein Live-Beispiel dazu gemacht, weil das Thema auch gerade da in einer Gruppe gewesen ist, in einer anderen Gruppe. Und habe da halt direkt drauf reagiert und das hat sich auch gerade irgendwie angeboten, habe direkt ein Live-Beispiel gemacht. Und obwohl ich Unrecht hatte mit dem, was der Markt machen sollte, habe ich aber irgendwie, ich weiß gar nicht, über 20, 25 Punkte da hat gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Also kann man finden auf meiner Blogseite www.dirkhilger.de. Dort ist es drin. Auch ganz genau im Detail erklärt, wie das aussieht. Und ganz im Gegenteil, verbilligen ist eigentlich, also nicht verbilligen, das ist so ein, das verbilligen ist kein gutes Wort, aber skalieren ist wirklich ein Schlüssel, womit man seine Trefferquote einfach deutlich steigern kann. So, das heißt aber natürlich nicht, dass man halt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal angenommen, ich mache das hier normal, ja, mit einer normalen Order und sage dann, boah, ich kaufe hier nochmal, nee, der fällt, egal, ich kaufe trotzdem, nehme keinen Stop-Loss und irgendwann macht es dann plöpp und dann ist das Konto weg. Ja, das ist verbilligen. Das hier ist aber skalieren. Natürlich kauft er auch an anderer Stelle nochmal nach, aber wie man hier jetzt zum Beispiel schon sieht, ja, obwohl ich halt, also mein Break-Even zieht sich ja durch diese Verbilligung, durch diese Skalierung erstmal nach unten. Und ich habe hier unten auch
auch wenn es kleine Positionen sind, aber die ersten sind hier unten auch im Gewinn. Ja? Das heißt, ich könnte jetzt hier auch anfangen rauszunehmen. Und was ich sagen wollte, um kurz ein bisschen abzuschweifen, die Leute, die ich kenne, ja, die halt wirklich erfolgreich jeden Tag handeln und wirklich konstant jeden Tag da auch mit Tausenden von Euros rausgehen, ja, die haben natürlich kein 10.000 Euro Konto, das ist dann schon eine Nummer größer. Die arbeiten eigentlich alle so, ja, weil es ist ja auch viel, viel einfacher in Anführungszeichen, wenn ich zum Beispiel nicht genau weiß, ja, wo reagiert der denn jetzt? Nimmt der jetzt hier zum Beispiel diese Fibo, macht das Tagestief nochmal, macht ein neues Tagestief? Wissen tun wir es alle nicht. Wir haben alle irgendwelche Erfahrungswerte und gehen dann dort long und short und zum Schluss, was passiert? Ganz oft, dann wird dann trotzdem der SL getriggert, das Ding läuft zurück und dann sagt man ja, nö, Mist, einfach nur Stops gefischt. Hat man ja ganz oft. Und wenn man aber gewissenhaft mit einer Position umgeht und auch nicht irgendwie das übertreibt, sondern halt eben dann seine Position verteilt, ja, im Markt, und dann habe ich dadurch natürlich eine höhere Chance. Und wenn ich jetzt hier halt mal zum Beispiel nehme, wenn bei diesem Konto jetzt zum Beispiel meine Positionsgröße 12,50 € pro Punkt ist, ja, dann sieht man ja, hier oben war jetzt zum Beispiel der erste Entry, ja, bei 672. Wir stehen jetzt schon 7 Punkte tiefer. Ja, es ist nicht so volatil hier. Und mein Entry ist aber hier. Ja, das heißt, ich habe schon hier, bin schon ein paar Punkte einfach besser an der Stelle halt drin. Und wäre ich einfach nur hier long gegangen mit 10 Punkten Stop-Loss, wäre ich schon raus. So, und jetzt durch diese Skalierung läuft die Geschichte halt jetzt erstmal ein Gewinn. So, und ich lasse das jetzt aber auch mal absolut in Ruhe an der Stelle. Mache jetzt mal gar nichts, gucke jetzt mal, ob da was bei rauskommt, weil interessanterweise durch diese Tatsache, dass er die ATR automatisch berechnet, legt ihr eigentlich auch die Exits beziehungsweise das Trailing recht geschickt halt auch hin. Ja, aber das hier ist jetzt wirklich eigentlich ein nettes Beispiel. Ja, jetzt sieht man hier, der ist jetzt hier, die ATR ist erreicht über Break-Even. Und der Trail springt an. So, und hier ist eingestellt TA6, also das ist ein Average, also ein Durchschnitt von 6 Ticks an der Stelle mit einem Abstand von 1,21. Gut, so. Das waren jetzt zwar nur 3 Punkte, 3,6 Punkte, aber ich bin da am Gewinn raus. Ja, und ohne, dass ich jetzt irgendwas gemacht habe, sondern parallel einfach nur hier ein bisschen was erzählt. Moment, ich muss hier noch was einstellen. Das sollte eingeschaltet werden, damit die anderen Orders automatisch weg sind. Und kann das jetzt hier auch zum Beispiel auf Hold stellen. Ja, das heißt, der macht das die ganze Zeit, bis ich den abschalte und sage, so, ich habe jetzt keine Lust mehr. Und setzt jedes Mal so ein neues Grid, also so ein Order-Paket, wenn jetzt halt die nächste Kerze abgeschlossen ist. Ja, wird man gleich sehen. Das sind jetzt irgendwie noch 20 Sekunden. Und dann sollte hier das nächste Päckchen an der Stelle kommen. So, wenn man das jetzt zum Beispiel halt manuell gehandelt hätte, ja, wäre einfach hier gerade mal kurz bei Break-Even und wird jetzt hier schon wieder stöhnen, weil es schon wieder runtergeht und doch nicht drüber. Und weil letzten Endes, jetzt zum Beispiel gerade in so einer Situation, wir sind Intraday Short. Okay, ich weiß aber trotzdem nicht, ob das jetzt hier, was er jetzt hier gerade macht, ist das eine Korrektur von dem letzten Anstieg oder ist das eine Fortsetzung von der Abwärtsbewegung, weiß ich ja nicht. Ja, und von daher, ich meine, ich werde es rausfinden, dass es abwärts ist, sobald halt ich hier unten im Stop-Loss rausgehe. Okay, dann habe ich aber bis dahin wahrscheinlich erstmal schon ein bisschen Geld verdient und kann mir dann da unten überlegen, ob ich meinen Ansatz nicht doch ändere und nicht doch lieber irgendwie auf Short gehe. Ja, und das meinte ich vorhin mit Bedenkzeit. Und aber wie gesagt, das Generelle dahinter oder beziehungsweise die zwei grundlegenden Prinzipien dahinter sind einmal die Skalierung und zum anderen halt eben das Rauschen im Markt mitzunehmen. Und weil das hier, das ist ja nur Rauschen. Wenn man jetzt irgendwie aus dem Tageschart kommt oder aus dem Stundenchart, dann ist das hier Rauschen und sonst gar nichts. Ja? Und natürlich ist es nicht der heilige Gral, das muss man halt auch ganz klar dazu sagen. Aber es ist trotzdem, es puffert das Ganze so ein bisschen, ja. Und es ist auch oft so, und das habe ich halt schon mal erlebt, wenn man halt so eine Tendenz handelt, dann wird man irgendwann, oder man wird vielleicht 10,
12 Trades hintereinander machen, die alle im Gewinn enden, kleine Gewinne. Und der Verlust ist dann leider ein bisschen größer als die Gewinntrades. So, das ist aber ganz oft so. Und da muss man einfach dann sagen, gut, okay, oder muss es dann akzeptieren? Ja, dann hat man hier vielleicht die ganze Zeit eine schöne Gerade und da kommt halt oben so ein hässlicher Knick. Da macht halt ein Trade, macht einen Verlusttrade, macht dann irgendwie 3, 4 Gewinntrades kaputt. Das sieht dann blöd aus. Das ist aber dann halt so, ja, beziehungsweise das ist Teil letzten Endes von dieser Art und Weise so zu handeln. Und verbilligen oder das Allerschlimmste, Martingale. Also Martingale wird ja jedem was sagen. Falls nicht, könnt ihr hier kurz reinschreiben, falls ich da irgendwas dazu erklären soll. Dann, das ist ja halt natürlich, das ist ja halt absolut tödlich, ja. Und das ist das hier ja nicht, weil Martingale kennt zum Beispiel kein Exit-Szenario. Und die Geschichte hier kennt da mein Exit-Szenario. Die liegt hier unten, ganz einfach, ja. Auch gemessen an der ATR und sagt irgendwann halt so, ey, das war jetzt nicht so gut. Und wenn ich da halt irgendwie 3, 4 Mal hintereinander raus bin, dann spätestens ist es Zeit, darüber nachzudenken, ob ich das in der Form beibehalte. Aber wenn man erkennt oder ein Gespür dafür hat, wo ist eine Range, wo ist eher ein Seitwärtsmarkt, und dann ist es halt auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Und ich zeige dazu auch mal, ich gehe aber gleich nochmal übrigens auf das Thema Martingale nochmal ein. Weil das kann man nämlich hiermit tatsächlich auch abbilden und dann auch mal rausfinden, wie es nicht funktioniert. Das ist ganz bewusst genau deswegen drin, weil das ist schon ein Riesenunterschied. Und ein Beispiel, was ich vorhin hier ja schon hatte, um das halt mal zu zeigen, das ist ein Backtest, der ist schon ein bisschen älter, wie man sieht, weil die Geschichten hier, die sind im StereoTrader schon von Anfang an drin. Aus 2016 ist das. Und zwar habe ich da halt den DAX von März 2016 bis Juli 2016, also 3 Monate, ist der quasi nur im Kreis gelaufen. Sieht man ja, war der Anfangskurs war 10.060 damals und irgendwie 3 Monate später 100 Punkte tiefer. Ja, also vom Prinzip her seitwärts. So, um das halt mal gegenüberzustellen. Das hier, das Graue da hinten, ich denke, man kann es erkennen, das ist der DAX. Ja, ich weiß nicht, war das hier 5 Minuten? Ich weiß es doch genau, 5 Minuten müsste das gewesen sein. Das ist der DAX, natürlich arg zusammengerafft hier. Und so, dass man es halt mal übereinander legen kann und dann eben auch sieht. Das ist die Entwicklung von DAX in 3 Monaten dargestellt im 5-Minuten-Chart. So, und was wir hier sehen, das Blaue, oder ich mache es mal andersrum, wäre ich da halt einfach long gegangen, ja, mit der gleichen Positionsgröße, der gleiches Risiko. Da sieht man hier unten dieses grüne etwas, ja, dann wäre ich halt da fertig gewesen mit meinem Long und da wäre die Geschichte halt im Verlust geendet und gut ist, ja, weil der DAX ja einfach direkt ab hier erstmal gefallen ist nur. Zack, so, und da wäre halt hier irgendwo an der Stelle wäre halt einfach schon Ende gewesen. Das muss jetzt hier nicht genau stimmen von der Skalierung, weil das ist auch jetzt hier mit dem grünen, mit der Kurve, ja, die ja eher nur ein Strich ist, jetzt nur exemplarisch. Ja, aber das ist wahrscheinlich hier, wäre einfach schon die Idee, der DAX geht long, wäre dann halt schon vorbei gewesen. So, und parallel dazu hatte ich halt das war eine andere Strategie. Das war normales, also Long Trading, CAV mit 1 zu 1 und gleiche Trading-Methode, aber eben nicht mit Grids, sondern mit normalen Orders. Das heißt, hat da auch immer halt geschaut, okay, wo ist ein Signal? Hat dann halt Stop-Loss und Take-Profit beziehungsweise Trailing-Beginn auch an der ATR gemessen, aber nicht skaliert, also sondern einfach nur mit direkten Orders. Und das ist dann halt ein bisschen länger gelaufen, ist aber dann halt eben hier, da bei dem tiefsten Peak, war dann die Geschichte auch vorbei. Das heißt, hier war das Konto dann einfach tot, ja. Und das Blaue ist die strategische Order, die immer wieder rausgeht, auch im Verlust, sieht man ja, sonst wird hier keine Peaks nach unten geben. Aber die hat eben dadurch, weil die halt skaliert hat und weil ja halt auch in einem Abwärtsmarkt, wie wir hier hatten, sowohl als auch in einem Aufwärtsmarkt und eben seitwärts, es gibt immer Käufer. Ja, und die war long only, das heißt, alles waren Long-Strategien, die hier nebeneinander gelegt wurden, beziehungsweise übereinander, alles long. Und aber eben durch diese Skalierung, ja, weil der halt eben, wie ich ja vorhin halt gezeigt habe, mal gucken, wo stehen wir denn da jetzt? Was da passiert ist.
Ja, er klopft da unten noch ein bisschen rum. Eben durch diese Art von der Skalierung ist das Problem aber nicht, dass das Risiko halt so hoch ist, beziehungsweise der hat dann immer jegliche Schwünge dann natürlich halt entsprechend auch mitgenommen, beziehungsweise andersrum, der Markt kennt ja generell drei Richtungen: rauf, runter und seitwärts. Und was man definitiv aber mit einer Skalierung einfangen kann, ist seitwärts. Das heißt, ich habe rein von der Wahrscheinlichkeit her, und das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe, dass man seine Quote eindeutig erhöht, ist, ich fange nämlich damit zwei Märkte ein, wenn ich long skaliert unterwegs bin, nämlich seitwärts und aufwärts und nicht nur aufwärts. Und das heißt, ich habe dadurch einfach schon rein mathematisch eine Quote von 2 zu 1, 2 zu 1, nee, jetzt muss ich nachrechnen, von 3 zu 2, genau, von 3 zu 2. Das ist dann an der Stelle schon meine Quote. Und die schon deutlich besser ist als 1 zu 1. Ich denke mal, das leuchtet jedem ein, ja. Weil wenn der Markt sich ja halt, wie hier jetzt zum Beispiel halt, angenommen, der bewegt sich hier nur seitwärts, ja, werde ich immer wieder Geld verdienen. Wogegen ich mit Long oder mit einer normalen Long Order kein Geld verdienen werde. Und das ist halt eben der statistische Vorteil, der da dahinter steckt. Und deswegen ergibt sich dann auch, wenn man das so macht, dann auch so ein Bild. Und wie man hier zum Beispiel auch deutlich sieht, klar, in Aufwärtsphasen, wenn der DAX aufwärts ist, steigt die Kurve natürlich auch. So, wogegen, wenn aber jetzt hier der Markt abwärts ist, stagniert die eigentlich fast. Ja, da passiert nicht so wirklich viel. Außer hier gab es nochmal irgendwie einen Rutsch, da hat die auch mal einen Knick gekriegt. Aber das heißt, aufwärts ist wesentlich, beziehungsweise das Abwärts ist lange nicht so hoch wie das Aufwärts, beziehungsweise lange nicht so steil. Wenn man sich das hier mal anguckt, von dem Peak im DAX bis hier oben, ja, da hat die Kurve hier unten in der Entwicklung bis dahin durchgehalten und dann hier, und das ist ja meistens so, es wird auch jeder bestätigen können, nach dem Anstieg fällt es ja meistens nicht einfach mal eben runter, sondern es konsolidiert erstmal und dann kommt irgendwann dann halt der Effekt, wo dann halt einige sagen, ja gut, schmeiß raus. So, und jetzt hier zum Beispiel, da war der Peak im DAX und da ist die Kurve hier. Und dann kommt die Konsolidierung. Das heißt, es gibt immer noch mal Käufer und also, beziehungsweise Massivkäufer, weil der Markt ja hier long war. Und genau das ist das eben, was den auch wieder hier nach oben treibt, obwohl der DAX hier längst schon gefallen ist. Ja? Und erst da, wo dann halt offensichtlich dann einige wirklich angefangen haben abzuverkaufen, da hat die Kurve auch ihren ersten Knick gekriegt. Oder hier, nur seitwärts. Was macht die Kurve? Steigt. Klar, weil ich halt den Seitwärtsmarkt damit auch einfangen kann. Und hier, wo es wieder steil hochgeht, geht die Kurve natürlich auch mit. Ja. Aber muss man halt auch sehen, nicht so steil wie der DAX selbst. Ja, klar, wäre ich halt hier genau an dieser Stelle mit einer dicken Order reingegangen, würde die Kurve hier natürlich genauso aussehen wie der DAX. So, das heißt, da die aber immer nur kleine Gewinne mitnimmt, sind natürlich auch die Anstiege nicht so steil. Aber eben dafür sind die Seitwärtsphasen genauso steil wie die Anstiege. Und das gleicht es halt eben aus. Beziehungsweise die Abverkaufsstellen längst nicht so steil. Und entsprechend ergibt sich halt dieses Bild. Und ich glaube halt, das ist schon sehr aussagekräftig, die ganze Geschichte hier. Weil man sieht, wenn man da einfach nur gehandelt hätte oder jetzt ungehebelt einfach eine Position reingegeben hätte, wäre man nachher mit einem Minus rausgekommen, genau wie der DAX auch. Und hier ist aber eben dieses ganze Rauschen halt mit eingefangen worden. Das ist halt der Riesenvorteil davon, wenn man es, wie gesagt, vorsichtig halt einsetzt. Ja. So, und hier sieht man ja halt auch wieder, das ist das gleiche Beispiel wie vorhin. Ja, er schiebt sich hier noch ein bisschen runter. Ich bin hier oben eben schon mal raus gewesen und bin jetzt hier schon wieder durch die Skalierung im Plus. Lass den jetzt mal machen. Und mal gucken, vielleicht komme ich nochmal da oben raus. Und hätte dann an der Stelle auch schon den nächsten. Aber wie gesagt, kann natürlich trotzdem sein, dass der hier runterkippt. Und man kann natürlich auch, wenn man das jetzt als Beispiel, wie ich jetzt hier nebenbei laufen hat, auch jederzeit sagen, ja, komm, ich glaube, ich lasse das lieber mal, das sieht irgendwie nicht gut aus, ich stelle halt mal glatt. Ja. Aber halt, wann hat man das schon mal gerade in einem Markt, der irgendwie steigen will, den Effekt, dass man einfach nur noch schwarze Kerzen nach unten hat. Das hat man ja meistens eben nicht, sondern meistens hat man ja dieses Auf und Nieder. So, ich greife mal hier ein paar Fragen auf. Wie sieht die Kapitalkurve aus, wenn man Trendfolge skaliert?
Eigentlich ähnlich. Da gibt es, glaube ich, im Handbuch gibt es da ein Beispiel dazu. Ich könnte jetzt mal gucken, ob ich das irgendwie auf die Schnelle finde. Dort war nämlich ein normaler Long Trade damit gegenübergestellt. Und dann ist es halt vor allen Dingen so, dass der Drawdown halt geringer ist. Ich kann mal gucken, ob ich das finde. Das kommt natürlich hier auf der falschen Seite raus. So, wo ist er hin? Das sehe ich hier leider gar nicht, oder? So, ich kann mal gucken, aber wie gesagt, ich kann es jetzt nicht versprechen, dass ich es jetzt auf Anhieb finde, ohne hier das ganze Webinar lahmzulegen, also inhaltlich lahmzulegen. Aber vom Prinzip her ist es halt eigentlich das Gleiche. Ich begnüge mich jetzt mal erstmal ganz kurz hier nochmal mit dem Bild von vorhin. Hier sieht man es ja, wenn man halt irgendwie eine Trendphase hat. Also das, ich meine, das war jetzt hier einen Monat, ja. Und 5 Minuten ist ja ein Intraday, ein Timeframe, da sieht man es ja halt auch schon, ne? Das heißt, folgt dem halt relativ glatt, ja. Und das hat man über längere Zeiträume ganz genauso. Und ich versuche jetzt trotzdem mal kurz auf der anderen Seite in die Dokumentation, ne, ob ich die hier auf Anhieb finde. Es gibt doch hier irgendwo eine Sekunde bitte. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich hier mal kurz vor mich hin stammele, während ich das suche. So. 30.06.2018. Das könnte ja glatt funktionieren. So. Schauen wir mal. Hier ist es doch irgendwo drin. Ja, Ladezeiten. Hallo? Irgendwie kommt da nichts. Keine Vorschau. Ich meine, ich guck mal. Ich weiß ja ungefähr, wo es ist. So, da ist es. So, und das findet man eben in der Referenz, Seite 46. Und da war halt, also die Details stehen dort drin. Zu dem Vergleich in Zahlen kann man natürlich auch selber überprüfen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, welcher Zeitraum das gewesen ist. Aber ist halt dann eben auch so, dass, also hier sieht man es, ich hoffe, man kann das erkennen. Ich mache es noch ein bisschen größer. Ja, also das hier war halt jetzt zum Beispiel halt einfach nur ein Long Trade. Ja, das heißt, ich habe dann bewusst natürlich eine Stelle ausgewählt, wo ich wusste, okay, der geht jetzt hier long. So, und klar, so sieht es halt aus, wenn man einfach long geht und dann schließt, ein Trade und gut ist. Und hier unten ist halt zum Vergleich die strategische Order. Ja, die hat natürlich dann halt ganz viele Entries und hier sieht man auch zum Beispiel die Spitzen immer hier unten drin. Das heißt, immer dort ist ja dann entsprechend halt auch mit dem bösen Wort, um das aufzugreifen, verbilligt worden. Ja, das heißt, da ist die Position ausgebaut worden. Und es gab auch mal kleine Verluste, gab es, ja, also minimale Verluste gab es hier auch mal. Und da war dann halt irgendwann Schluss. Der letzte ist halt, das habe ich ja vorhin schon gemeint, den muss man dann halt akzeptieren. Wenn Schluss ist, ist halt Schluss. Ja, und dann gibt es einmal so einen Knick und dann ist halt vorbei. Und dann, das muss man dann eben auch entsprechend als Hinweis nehmen, um zu erkennen, okay, das geht so nicht mehr weiter. So, und hier war das, um mal die Zahlen kurz zu nennen. Es war irgendwie 10.000 Euro-Konto, glaube ich, spielt aber auch keine Rolle. Aber entscheidend ist ja nur, dass die Positionsgrößen die gleichen waren. War irgendwie 5.600 US-Dollar Profit bei einem Drawdown von 1.375. Und Max Drawdown, weiß ich jetzt gar nicht, warum das hier überhaupt Sinn macht. Aber okay, das war der initialer Drawdown. Okay, das heißt, das erstmal runter der Markt und dann hoch. Genau so war das nämlich. So, das heißt, ich muss ja irgendwo meinen Stop setzen oder auch nicht. Ja, und er ist halt am Anfang erstmal 1375 Euro ging es runter und im Maximum ging es 2000 Euro runter und rausgekommen sind 5600. Und zum Vergleich mit der strategischen Order, der Profit 12.800 Euro, also ungefähr das Doppelte. Initialer Drawdown, natürlich der gleiche. Und der maximale Drawdown war ein bisschen höher. So, passt aber dann halt letzten Endes natürlich auch deutlich zum höheren Profit. Und das war halt eine Trendphase.
Und das war ja auch die Frage, wie verhält es sich eben dort? So, und das war, da kommt auch die Frage, wurde das manuell oder mit einem EA gehandelt? Nee, das wurde halt einfach nur mit der strategischen Order, ja, die wir halt hier haben. So, ich sehe gerade, wir haben gerade schon wieder Geld verdient. Ja, waren irgendwie 99 Euro, war jetzt der letzte. Der ist nochmal aufgelöst worden, habe jetzt hier nur leider nicht gesehen. Aber okay. Ja, und hier sieht man ja, ne, das ist jetzt, ich hätte vielleicht die Statistik natürlich hier zurücksetzen müssen. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass ich das nicht gemacht habe. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof hier für die Session. So, das waren auf jeden Fall, und hier wird man es ja sehen, das sind jetzt, ist das hier Intraday? Moment, mal kurz einstellen. Nein, sondern nur heute, muss ich jetzt leider mal darauf zurückgreifen. 20 Euro. Nee. Oder ist der letzte jetzt ein Verlust raus? Das sehe ich jetzt irgendwie gar nicht hier. Nö, eigentlich nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Das muss was anderes gewesen. Ach, nee, das war vorhin noch die Geschichte. Ja, genau. Das war, bevor ich hier gestartet bin. Da hatte ich halt irgendwie ja hier, hat man ja gesehen, da ist ja eine Position. Das war eine normale Position, die in Verlust gelaufen ist. Und das sieht man ja am Anfang vom Webinar. Das heißt, diese muss man hier abziehen. Also habe ich hier insgesamt dann halt 145 Euro jetzt hier auf diese Art und Weise halt jetzt hier zwischendurch verdient. Ja, also mit der strategischen Order. So, erscheint natürlich jetzt wirklich klar, so ein bisschen wie der Heilige Gral. Wie gesagt, ist es nicht, ja, ist es ganz klar nicht, weil es wird auch natürlich die Stelle kommen, wo dann einer halt in die Hose geht und letzten Endes macht es halt der Mix. Ja, man wird schon so irgendwie, schätze ich mal, also aus eigener Erfahrung, man hat so 7, 8 Gewinntrades hintereinander und dann kommt halt mal ein Loser. Ja, das ist so ungefähr die Frequenz. Das heißt, das kann jetzt hier auch die ganze Zeit so weitergehen, dass der jetzt halt einfach erstmal 7, 8 oder 10 Gewinne halt macht und dann gibt es halt irgendwann trotzdem mal einen auf den Deckel, ja. Und das ist eben auch der Unterschied zu Martin Gale oder halt zu normalem Verbilligen, weil halt eben das Ding halt auch den Exit halt kennt, beziehungsweise irgendwann halt auch rausgeht. So, und dann hat der Stefan gefragt, wurde das manuell oder mit einem EA gehandelt? Es wurde einfach nur mit dieser Funktion. Strategische Order, 5 mal ATR durch 3, Long, halten, fertig. Sonst nichts. Sonst überhaupt nichts. Keine irgendwie Indikatoren oder manuellen Öffnungen, Schließungen, gar nichts. Ja. Dann noch was wichtig ist hier zur Einstellung. Das sollte aber eigentlich mal automatisch ohnehin schon eingebaut sein, aber ich habe es tatsächlich vergessen. Damit die Orders immer wieder gelöscht werden, wenn der Flat ist, muss man bei Auto-Exit Orders löschen auswählen. Ja, das heißt, ansonsten bleiben die halt hier stehen und dann gibt es auch kein neues Paket. Das ist eigentlich ein kleiner Schönheitsfehler, der wird auch behoben. Ich habe es tatsächlich einfach nur übersehen bei dem Update für die 2.0. Okay, also wenn man das ausprobieren möchte, klar, einfach mal im Demo mal machen oder halt, wo es natürlich auch gut ist, ist im History Trading. Das hatten wir ja das letzte Mal hier, wie das History Trading funktioniert, beziehungsweise schon öfters ja gezeigt. Dort ist natürlich gut auszuprobieren, wobei dort die Bewegungen natürlich nicht ganz authentisch sind, ja. Aber nichtsdestotrotz, die ATR und so weiter, das stimmt ja halt alles, ja. Also von daher kriegt man da schon ungefähr Ergebnisse raus, die relativ nah an dem sind, was halt dann auch tatsächlich bei rauskommt. Und ich glaube, hier, das war jetzt auch eigentlich ein nettes Beispiel, ja, dafür, dass das halt auch wesentlich entspannter ist, so zu handeln. Weil, wenn ich mir das mal angucke, wo war mein erster Long? Der war vorhin hier, glaube ich, an der Stelle oder hier oben. Warum habe ich das gerade nochmal resettet? Ich weiß schon selber nicht mehr. Aber der war ja halt hier irgendwo bei irgendwas über 70 war es, glaube ich, ne? Genau, 72. Das müsste der erste gewesen sein. So, und welche hat hier unten einfach nur mit 61, zum Beispiel mit der Klassiker 10 Punkte Stop Loss, Intraday Trading machen ja viele, welche ausgestoppt worden und jetzt würde er wieder hier oben stehen und dann würde ich genau den Effekt haben, den ich vorhin beschrieben habe, dass ich mir sage, boah, Mist, jetzt hat er mich ausgestoppt und jetzt kommt er wieder hoch. So, und dann gehe ich doch jetzt mal long. So, was macht er als nächstes? Geht runter.
Das ist ja so der absolute Klassiker. Ja. Er macht es auch hier schon. Und es ist natürlich einfach, es ist wesentlich entspannter. Vor allen Dingen, wenn man halt so ein Hin und Her hat oder so. Jetzt, wie gesagt, eine Range. Also heute ist ja eher Short. So, aber nichtsdestotrotz, da oben haben wir halt eine Range. Und Ranges werden ja eben gerne immer wieder verteidigt. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass er jetzt einfach so unten durchfällt, sondern schon eher so versuchen wird, zumindest dann nochmal über 700 oder besser sogar über 721 halt zu schließen. Beziehungsweise es gibt einfach immer wieder Käufer, ja, hier unten, die sagen, boah, günstig, ich will auch noch da oben raus auf die 12.800, ich kaufe mal. Und das sind eben die, die die ganzen Bewegungen nach oben halt auch immer machen. Und genau diese Geschichte fängt man damit eben ein. So, dann gehe ich mal noch auf ein paar Details ein. Gibt es da jetzt noch Fragen oder habe ich da jetzt alles soweit beantwortet? Ich gucke mal eben hier durch. Wo ist der Unterschied zum normalen Grid Order bei den Einstellungen? Die normale Grid Order, das ist ja einfach nur eine ganz manuelle Geschichte. Ja, ich mache jetzt als Beispiel hier mal, ich lasse den mal hier kurz laufen. Ich mache mal zum Beispiel den DAO hier jetzt noch auf. Und eine normale Grid Order, das ist das, was hier gemeint ist, würde ja bedeuten, jetzt zum Beispiel hier im DAO, ich wähle meine Positionsgröße aus, zum Beispiel hier mit 1. So, sagt dann, hier ist mein Limit und macht dann mit Control, setze ich das halt jetzt zum Beispiel dahin. Ja, kann ich ja so ein Paket aufgeben. Das stellt man ja eben ein. Hier oben über das Terminal und Grid Orders. Das heißt Abstand von 4 Punkten. Ich kann auch eine Progression noch einstellen. Das heißt, die Orders würden sich vergrößern, wobei wir dann gleich wieder beim Thema Martingale sind. Und das Limit Pullback und sage eben auch, die Orders sind verkettet. So, vom Prinzip her, die Technik, die ist natürlich sehr ähnlich. Das heißt, diese Orders hier sind auch alle verkettet, er kann jetzt nicht da durchrauschen und mich komplett irgendwie ausnocken, das passiert nicht. Aber trotzdem ist es halt manuell. Ja, also die muss ich halt manuell managen. Und jetzt hier zum Beispiel, ob ein Punkteabstand von 4 hier Sinn macht, keine Ahnung. Ja, und der Unterschied eben zur strategischen Order ist eben der, die strategische Order, die weiß, mal auf, der Kollege Dau, der hat hier gerade die und die ATR und da macht es halt einfach in der aktuellen Vola viel mehr Sinn, die Orders in dem Abstand zu setzen. Ja, das heißt, der passt sich ja immer an. Also wenn ich jetzt hier einen ganz wilden Markt bekomme, dann werden die Abstände auch größer und wenn ich einen ganz engen Markt bekomme, werden die Abstände halt kleiner. Und das ist natürlich halt auch der Vorteil, man muss sich jetzt irgendwie nicht großartig Gedanken drüber machen. Ja. Und wie hoch jetzt halt oder wie der Abstand da idealerweise halt sein sollte, sondern man lässt den das halt einfach machen. Ja. Und weil das wird ja entsprechend, das wird ja halt jedes Mal neu ausgerechnet an der Stelle. Also jedes Mal, wenn ich flat bin, wird es neu ausgerechnet. Wo macht es Sinn? Wo fange ich an zu trailen? Und wie vor allen Dingen, und das ist ja das Entscheidende auch, das Risiko, darum geht es ja halt hier, ja, das Risiko entsprechend zu verteilen. Und was er jetzt hier zum Beispiel macht, sieht man zum Beispiel halt auch. Also ich habe ja gesagt, es sind 5 Orders, aber wer die ganze Zeit aufgepasst hat, der wird ja gesehen haben, es sind ja 6, es sind ja gar nicht 5. Das liegt aber daran, es sind 5 Limit-Orders und eine zusätzliche Stop-Order. Das hat das, der Grund ist eben der, dass man halt auch, wenn zum Beispiel jetzt eine Kerze abgeschlossen ist und er direkt nach oben rennt, dass man dann trotzdem halt dann dabei ist und eben dann eben nicht wartet, beziehungsweise zuguckt, wenn der Markt dann halt abhaut. Und deswegen ist da halt immer eine MTO-Order noch dabei, das heißt eine Market Trail Order, die direkt dran gepackt wird. Und deswegen sind das eben 6. Ja, aber eben nochmal, um das auf das Risiko nochmal abzustellen, ja, der Stop-Loss wird ja alles automatisch ausgerechnet, ist hier zum Beispiel bei 63 Punkten. Und das Risiko entsprechend dann halt auf diese Strecke mit diesen Orders halt verteilt. Und man kann halt natürlich auch jetzt nicht so ohne weiteres sagen, naja, ich habe das CRV in der und der Größe und das ist das Risiko, sondern es ist ja halt dynamisch. Es kommt immer darauf an, wie viel wird gefillt,
wie viel bewegen sich die Orders nach unten. Das ist halt kein fixer Wert. Ja, aber dafür halt eben hat man den mathematischen Vorteil, dadurch, weil es halt entsprechend halt anders arbeitet. So, da gehe ich mal noch auf ein paar Details ein. Da fragt jemand, welche Alternativen zur strategischen Order 3x ATR gibt es denn noch? Eine ganze Menge. Das kommt so ein bisschen drauf an. Also dieses 5x ATR durch 3, das ist einfach so ein Erfahrungswert von mir, den ich halt schon oft genutzt habe und mit dem ich auch das meiste getestet habe. Das heißt aber nicht, dass andere da halt irgendwie schlechter abschneiden oder die anderen nichts taugen. Man kann ja auch völlig andere Abstände halt wählen. Ich mache den hier mal kurz zu, nur um das halt mal zu zeigen. Zum Beispiel so Scalper, das sind so ganz enge Geschichten, die aber dann im Euro, wo man halt einen ultra geringen Spread hat, da mehr Sinn machen. Oder halt zum Beispiel hier, ich zeige mal halt, genau, das hatte ich ja vorhin gesagt, mal das Negativbeispiel, das ist nämlich hier auch drin. Martingale Swing. Ja, das ist die ganz böse Variante. Ich mache jetzt halt hier mal 10 Euro pro Punkt und zeige mal, wie das Ganze aussieht. So. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, was der macht. Ja, der fängt an mit einer Positionsgröße von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 17. Jetzt mag ja der eine oder andere sagen, Moment mal, Martingale ist ja verdoppeln. Also die Strategie kommt ja aus dem Casino. Das heißt, ich setze auf Rot, verliere ich, sage ich gut. Dann setze ich beim nächsten Mal das Doppel, zwei Coins auf Rot. Verliere ich nochmal, setze ich halt viermal. Ja, und das heißt, dort hat man eine Verdopplung. Der Unterschied ist aber, und deswegen ist auch Martingale halt auch ganz oft falsch bei EAs und so weiter, die das machen, auch dargestellt. Der Unterschied ist ja einfach der, meine Münze, ja, jetzt hier die, ich nenne es jetzt einfach mal Münze an der Stelle, die bleibt ja im Spiel, die ist ja nicht raus. Und deswegen habe ich halt hier, auch wenn man das jetzt nicht ganz genau darstellen kann, durch die Rundung, habe ich halt den Faktor 1,3 bei der nächsten. Das ist also immer mal 1,3 mal 1,3 und nicht mal 2 mal 2 mal 2. Und nur um das mal kurz zu erklären. Aber wie man sieht, das wächst halt brutal. Ja? Also hier irgendwie von einem Euro pro Punkt, da unten 17. Und wenn ich das mal zusammenzähle, ich habe es im Handbuch auch erklärt, beziehungsweise mal gerechnet, das ist natürlich halt, kriegst es im Kopf nicht auf die Schnelle hin, aber es dürften irgendwie so um die 50 oder sowas halt sein, 50 Euro pro Punkt oder noch mehr, und das ist halt, das macht dann keinen Sinn, ja, also beziehungsweise kann man so auch nicht sagen, ja, das geht alles eine Zeit lang gut, ne? So, aber irgendwann dann nicht mehr und dann ist halt einfach auch komplett vorbei. Und ich habe auch spaßeshalber mal den Dow Jones von, ich glaube, 2000, also eigentlich seit der Trump-Wahl, bis irgendwie heute, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt schon ein paar Monate her, auch mal durch den Backtest geschickt damit. Da kam natürlich exorbitant viel raus. Ja, da war irgendwie aus 10.000 Euro, sind da, keine Ahnung, 80.000 oder so halt geworden. Ja. Und klar, der Markt war aber auch long. Das weiß ich natürlich im Nachhinein. Und deswegen sehen auch Backtests, wenn solche EAs verkauft werden, die Martingales System halt machen, immer super aus, ja, weil die wussten ja auch, wie der Markt läuft. So, aber ich weiß ja heute nicht, wie der Markt nächste Woche oder nächsten Monat läuft. Und deswegen ist es halt tödlich, das so zu machen. Das ist definitiv tödlich. Und das kann man gerne mal ausprobieren. Im Strategietester geht das ja ganz genauso. Das heißt, dort sind die ganzen Funktionen ja auch drin. Kann ich auch mal kurz zeigen. Ich muss nur hier ein bisschen sputen. Ich muss nämlich gleich noch was erklären dazu. Aber nur mal als Beispiel. Ich mache hier mal den M5. So, hoffe ich mal, dass ich hier Daten habe. Auf dem VPS weiß ich gar nicht. Kommt da nichts? Wieso kommt da nichts? Habe ich falsch gemacht? Oh je. Ah ne, er sucht noch Daten. Okay. Ja, dann such mal. Mache ich in der Zeit einfach mal. Nö, irgendwie hat er da keine Lust. Warum? Keine Ahnung, hat er keine Lust auf Daten hier. Warum auch? Immer.
So, aber kann man ja damit eben auch testen. Vor allen Dingen die Martingale oder Martingale. Wie heißt es eigentlich richtig? Martingale oder Martingale? Weiß es auch nicht so genau. Kann ich wirklich nur jedem abraten. Also das geht ins Auge früher oder später. Meistens früher oder es tut dann einfach weh. Ja, eine Zeit lang, wie gesagt, verdient man Geld. Relativ sicher sogar, aber dann, wenn der Punkt gekommen ist, wenn einfach immer gekauft wird und gekauft und gekauft und der steigt nicht, dann macht es halt irgendwann, gibt es halt einen hässlichen Knick. Und dann ist die schöne Kurve und das Konto kaputt. Ja. Und das wurde ja eben am Anfang auch eingestreut. Ist das nicht das Gleiche? Nein, ist es definitiv nicht. Ja. Weil er halt eben immer wieder aussteigt. Und eben nicht gnadenlos da halt drin bleibt. So, jetzt zeige ich mal ganz kurz noch die Settings dazu. So, hier der DAX gibt schon wieder Gas. Ja, so ein bisschen zumindest. Bin ich hier drin? Ja. Die Einstellungen dazu. Das hier ist nämlich nur das Preset. Im Übrigen, das hier unten seht ihr nicht. Das ist bei mir so ein Versuchsaufbau. Den gibt es nur in meiner Version. Und will ich aber jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber lässt ein bisschen mehr Automation zu. Aber wie gesagt, kommt vielleicht mal oder vielleicht auch nicht. Das wird gerade getestet. Das heißt, ihr seht nur diesen Teil, ja, hier bis zu den Halten-Buttons an der Stelle. So, ich stelle jetzt trotzdem mal glatt hier. Also die Einstellungen, also das sind die Presets, die drin sind. Die kann man einfach mal alle durchspielen. Man kann aber auch selber, beziehungsweise man kann die Presets, kann man erstmal hier drin verändern. Dazu gehe ich hier auf Layout. Und dann erweiterte strategische Order. Und dann sieht man hier, dass da plötzlich so ungefähr 23 Sachen mehr drin stehen. Ja, das heißt, ich kann hier auch immer noch ein Preset auswählen, kann aber auch die ganzen Werte hier manuell einstellen. Und da kann man hier zum Beispiel, ja, jetzt nur mal den ATR, welchen nehme ich, ja? 14 zum Beispiel, also beziehungsweise kann man hier gucken, was steckt dahinter. Ich nehme mal hier das Preset und da sehe ich, habe hier ATR 14D. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Was heißt das D? Das D heißt direktional. Das heißt, der bemisst eben die Short- und die Long-Kerzen, also die fallenden und die steigenden, bemisst der beziehungsweise getrennt voneinander und wendet das entsprechend an. Macht ja auch irgendwo Sinn, ja? Weil wenn die Shortkerzen alle ultra lang sind, und dann habe ich natürlich dort oder muss ich halt eine andere anderen Abstand einkalkulieren, wie wenn die halt nur ganz kurz sind, beziehungsweise long sind ja immer kürzer als die Shortkerzen, also beziehungsweise die bullischen als die bärischen, so heißt es ja richtig. So, und dann hier der Abstand. Zum Beispiel steht ja, ich habe das ja genannt, 5 mal ATR durch 3. Das heißt, der Abstand ist ein Drittel von der direktionalen ATR, also von der direktional bemessenen Volatilität. Dann habe ich hier eine Progression, kann ich einstellen. Also wenn ich zum Beispiel, wie vorhin bei dem Schlechtbeispiel mit Martingale, dort habe ich eine Progression. Ja, die habe ich hier nicht, sondern die Order sind einfach alle gleich groß. Aber hier zum Beispiel bei dem ganz bösen Beispiel Martingale, dort habe ich eine Progression von 1,33. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das heißt, vom Prinzip her verdoppelt sich meine Position jedes Mal, wenn ein neues Level erreicht wird. Und kann ich genauso gut mit den Stops, also die Limits, das heißt, das wäre ja halt die Verbilligung bei Long, das sind ja meine Limit-Orders, die hätten dann halt eine Progression und die Stops, ich kann da genauso gut nicht nur Orders drunter, sondern auch drüber legen und die kann ich genauso gut umgekehrt progressieren. Das heißt, die werden immer kleiner, ja. Nur um das mal zu zeigen, wenn ich jetzt gucke, ob hier eine Strategie drin ist. Press 4, 4. Stops. Ich guck mal, was da kommt. Jo, irgendwie nicht so viel. Da ist auch nur eine Stop. Guck mal, irgendeine wird doch hier drin sein. 10 ATR 3. Ja, das sind zum Beispiel dann jetzt, da ist noch eine Stop-Order oben drüber, ja, sieht man. So, ist jetzt aber hier keine Progression, ja, aber ich habe dem jetzt hier zum Beispiel, ich lasse das mal gerade auf, das ist halt jetzt auch auf der ATR basierend wiederum, anderer Abstand,
und auch keine Progression. Deswegen sind die alle gleich groß. Und ich habe hier eine Anzahl von Limits. Ich habe also 10 Limit Orders und eine Stop Order. Das ist die hier oben. Ja, das heißt, ich könnte auch genauso gut hier 5 Stop Orders machen. So, und dann habe ich hier entsprechend 5 Stop Orders drüber. Ja, also wie man sieht, sobald ich hier was ändere und dann halt das Ding aufgebe, ist es auch entsprechend da. Genauso, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Progression eingebe, Progression Limit Orders. Nur mal als Beispiel. Ich gebe mal hier eine kleine Progression ein, 1,1. So, und dann wird man sehen, das wird nach unten mehr. Ne? Das hat, wie gesagt, Rundungsfehler führen jetzt natürlich dazu, dass da halt keine Nachkommastellen jetzt drin sind. Aber vom Prinzip, ja, sieht man Progression Limits. Das heißt, die Positionsgröße von der nächsten wird immer mit 1,1 multipliziert. So, und dann entsprechend wird es nach unten natürlich dann halt auch größer. So, das ist das Ganze, was dahinter steckt. Aber sollte man wirklich vorsichtig mit sein, weil dann ist man wirklich schnell in dem Thema Martingale und das, wie gesagt, da habe ich so meine eigene Meinung dazu. So, der DAX hat schon wieder Geld verdient im Hintergrund, schon wieder 50 Euro mitgenommen. Jetzt wisst ihr, warum ich gesagt habe. Manchmal frage ich mich, warum ich überhaupt noch anders handle. Ja, das ist halt wirklich kein Spaß, weil wenn ich das hier mal angucke, das geht halt die ganze Zeit so. Ne? Obwohl der sich fast nicht bewegt hat hier, hat er jetzt irgendwie hier schon. So, das war die erste Nummer, das war die zweite Nummer und das jetzt hier die dritte Nummer. Während ich hier nichts gemacht habe, außer halt erklärt, wie es funktioniert, hat das Ding jetzt hier 100 Euro, 100, nochmal 50, also fast 200 Euro hier gemacht. Und ist vielleicht die Positionsgröße, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen groß hier für das Konto, aber das kann man ja umstellen, ja. Das war jetzt hier nur eben voreingestellt, weil ich vorhin noch was anderes probiert habe. Und aber trotzdem, ne, nur mal als Beispiel. Also selbst wenn es jetzt irgendwie ein Zehntel davon gewesen wäre, wären es auch 20 Euro. Und für letzten Endes nichts tun. Ne? Beziehungsweise, wo man auch eben mal falsch liegen kann. Also, wo war ich denn jetzt hier? Genau, im anderen Chart war ich doch. Hier bei den Einstellungen. So, und dann habe ich hier halt zum Beispiel noch relativer SL. Das heißt zum Beispiel, wo liegt mein Stop-Loss? Faktor 4 heißt das Vierfache von der ATR ist der wiederum von der letzten Order entfernt. Ja, sieht man hier. Der ist also das dazwischen, die letzte Order zum Stop-Loss, ist die vierfache ATR. So, dann kann ich den halt dahin packen. Es macht Sinn, den ein bisschen tiefer zu legen, aus dem einfachen Grund, weil es sind ja alles Limit-Pullback-Orders. Und das heißt, die werden ja eher nicht da gefüllt, sondern eher dann schon mal ein bisschen tiefer. Vor allen Dingen, wenn es rutscht und dann, damit nicht die letzte dann irgendwie unterm Stop-Loss dann halt liegt. Selbst wenn, macht aber auch nichts, ja. Dann ist es dann halt mal so. Aber nur das eben zur Erklärung, warum die eigentlich in allen Setups so ein bisschen tiefer auch ist. So, hier Trailing Beginn ist einmal die ATR und der Trailing Abstand ein Fünftel, also 0,2-fach die ATR. So, Long Faktor, Short Faktor, ich muss selbst überlegen hier. Da muss ich jetzt gerade selber passen, da müsste ich mal ins Handbuch mal schauen, was das nochmal heißt. Long-Faktor und Short-Faktor. Ich glaube, das ist die Positionsgrößenverteilung. Genau, die Risikoverteilung. So, das heißt, oberhalb und unterhalb hätte ich dann letzten Endes genauso viel. Und da kann man entsprechend halt nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Also bevor ich jetzt hier echt irgendeinen Quatsch erzähle, da muss ich echt darauf verweisen, ich tatsächlich auch mal kurz ins Handbuch zu gucken. Beziehungsweise ich hatte es doch hier auch auf. Das ist schon so lange her, die Geschichte hier. Mal gucken, das ist doch hier erklärt auch. Jetzt muss ich hier selber ins Handbuch gucken, das ist auch lustig. Size-Log. Ach so, ja, genau. Das heißt, da kann ich halt einfach nur, das ist bei Long- und Short-Orders, das hat einfach nur, wie das Risiko dann halt entsprechend dann halt angewendet wird. Das heißt, hier oben habe ich jetzt eine Positionsgröße von 10 und das wird einfach mit dem Faktor 1 zu 1 dann angenommen für die Orders, wie sie halt verteilt werden. Ja, so kann ich es halt einfach nochmal justieren. Und das ist deswegen so drin.
Das macht hier beim normalen Modus, also jetzt hier im Stereo Future Modus, macht es eigentlich wenig Sinn. Aber es gibt ja auch noch den Stereo Hedge Modus, wo ich gleichzeitig Long und Short gehen kann. Und dort ist es zum Beispiel so, dort kann ich ja auch gleichzeitig Long und Short in zwei Richtungen, also komplett seitwärts noch doppelt mitnehmen. Geht ja damit zum Beispiel halt auch. Und dann sagt, kann ich dem halt sagen, naja, mach mal die Short Seite grundsätzlich ein bisschen größer und die Long Seite halt ein bisschen kleiner. Ja, so kann ich hier halt einfach die Relation einstellen. Hier ist jetzt 1:1. Das kann man im Allgemeinen so stehen lassen. Ja. Und dann kommen hier nochmal die Order-Attribute. Das ist das gleiche wie bei den anderen Orders eben halt auch. Das heißt, ich kann hier auch nochmal Attribute vergeben, sodass zum Beispiel alle Orders gelöscht werden, wenn die erste gefüllt wird. Macht natürlich hier keinen Sinn, klar. Oder halt Gegenorders macht auch nur Sinn, wenn man Long und Short gleichzeitig. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, ja gut, wenn Long gefüllt wird, mache ich keinen Short mehr und umgekehrt. Oder halt hier entsprechend halt auch eine Drehung. Ja. So, Instant Open, das heißt, das war das, was ich vorhin gemeint habe. Der setzt immer noch eine oben drüber. Kann man natürlich auch ausschalten. Ich mache das mal weg hier. Und, ja, das, wie gesagt, muss eingeschaltet sein, sonst wäre die jetzt automatisch weg gewesen. So, das heißt, ich nehme mal nochmal die kleine. Mal 5 mal ATR durch 2, die hat ein bisschen mehr Abstand, damit ich nicht gleich gefüllt werde. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Long gehe, das ist das hier meine MTO-Order. Das heißt, die bewegt sich, wenn der Kurs jetzt runterkommt, mit dem Kurs nach unten, ja, und wird dann halt gefüllt. Das ist einfach nur meine erste. Das ist die Instant Open. Und die kann ich auch weglassen. Ja, wenn ich dann zum Beispiel jetzt hier sage, keine, und dann ist da auch keine. Ja, dafür habe ich hier oben noch eine Stop-Order. Das ist diese Instant Open-Geschichte. So, EOP heißt End of Period. MTO entsprechend halt hängt wie eine normale Limit Pullback, die quasi schon getriggert ist direkt am Kurs oder eben Market, kann man sich schon denken. Ja, das heißt, da bin ich direkt gefüllt, sobald ich hier loslege. Ja. So, das wäre dann halt die Market Order. So, und das entsprechend der Abstand für die erste Order hier für die gilt aber nur für die MTO, ist dann eben entsprechend auch ein Fünftel der ATR. Ja, es ist alles auf der Volatilität hier, alles auf die Vola hier eingestellt. Und die hängt dann halt ein Fünftel von der ATR eben entsprechend von meinem Kurs dann halt weg. Oder wie viel ich auch immer hier einstelle. Ja, Limits verketten, klar, sollte immer eingeschaltet sein, damit sich eben das ganze Grid, nenne ich es jetzt mal, das ganze Netz nach unten verschiebt und nicht nur eine. Und jeder Tick. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, vorhin habe ich ja gesagt, wenn ich nämlich jetzt hier auf Halten gehe, ja, dann wird immer wieder ein neues Paket gesetzt, sobald eine neue Kerze da ist. Also nachdem ich flat bin, ja, nachdem aufgelöst wurde, wartet dann halt der Stereo Trader ab. Okay, nächste Kerze, weiter geht's. Wenn ich hier bei jeder Tick einschalte, dann wartet er nicht die nächste Kerze ab, sondern setzt direkt das nächste Paket. Wenn es hier gerade gesehen, mischt sich da direkt ein. Sondern setzt direkt das nächste Paket, sobald ich halt flat bin. Ja, das ist natürlich sehr aggressiv und macht auch eigentlich keinen Sinn. Also besser ist es dann irgendwie mal zu warten, wie entwickelt sich die Kerze, weil in den seltensten Fällen ist ja so, dass einem der Markt wirklich davonläuft. Man glaubt das zwar immer, dass man was verpasst, aber es ist ja eigentlich so gut wie nie so. Ja, und das nur eben zu erklären. So, dann fragt der Johann noch, ist das soweit? Also ich weiß, das ist viel, ja. Wenn ich jetzt frage, ist das soweit verstanden, werden wahrscheinlich alle sagen, boah, viel zu kompliziert. Aber guckt euch das bitte im Handbuch an, spielt einfach damit rum, ja. Und ich verspreche, ja, ich habe es bis jetzt noch nicht versprochen, ich mache es, aber es wird schon noch ein deutsches Handbuch kommen. Wird aber dann so sein, dass halt eine reine Schnellanleitung ist. Das heißt, das hier ausgeklappt und dann steht halt eben überall direkt dabei. Das ist das, das ist das, das ist das. Also das kommt auf jeden Fall, weil ich weiß, es ist momentan auf Englisch. Aber wir haben ja auch jedes Webinar, man kann ja auch einfach zurückspulen, das wird ja auch aufgezeichnet. So, jetzt fragt hier jemand, der Stefan, wie hast du das separiert? Ich habe es einfach hier rausgezogen. Ja, das kann man mit allen Panels übrigens so machen, kann ich einfach hier rausziehen.
Und wenn man, das ist noch nicht so schön eingebaut, geht aber grundsätzlich, wenn man als Beispiel jetzt hier sagen will, ich würde aber gerne eigene Presets da machen und das ist in irgendeinen Versionen dazwischen dazugekommen, das kann man machen. Und zwar, man findet, das ist eine XML-Datei, hier auf Open Data Folder beziehungsweise Datenordner öffnen und da findet man in der Abteilung, ich hoffe, ich mache das jetzt richtig, MQL4 Files nö. Moment. Sollte aber da bei euch sein. Na stimmt, das ist nur bei mir anders. Also im Ordner, bei mir sieht es ein bisschen anders aus. MQL4 Files und dort gibt es dann eine Datei, die heißt, die liegt nur bei mir woanders. STMT4 Strategic Orders. Hä? Irgendwas stimmt da nicht. Moment mal. Das ist keine Set-Datei. Das finde ich hier selber nicht. Das ist natürlich auch klasse. Ich bin erstaunt. Wieso ist die denn nicht da? Also die heißt Strategic Orders XML. Keine Ahnung, warum die jetzt nicht da ist, weil die muss da sein, sonst könnte er das ja irgendwie gar nicht laden. Und man kann dann halt einfach die XML-Datei dann halt bearbeiten. Ich gucke jetzt mal nochmal hier. Das ist das MQL5. MQL4. Das gibt es doch gar nicht. STMT4. Strategic Orders. Da ist es doch. Doch bei mir hier so. Also, das ist wahrscheinlich jetzt so verwirrt alle, dass keiner mehr verstanden hat. Also nochmal, hier oben File, Open Data Folder. Dann kommt das hier. Und dort in MQL4 Files, STMT4, Strategic Orders, XML. Ich habe jetzt hier keinen XML-Editor drauf, glaube ich zumindest mal nicht. Mal gucken, ob da irgendwas kommt. Nö, da will er mir hier den Explorer aufmachen, das lasse ich jetzt mal lieber. So, und das heißt, man kann die dort bearbeiten und dann auch eigene dazufügen. Das ist völlig simpel aufgebaut, versteht man auch sofort. Dann kann man einfach Preset kopieren und dann halt ein eigenes dann halt anlegen. Okay, so, ein bisschen mehr als eine Stunde heute, aber glaube ich, war auch ein Thema, was ganz interessant ist. Sind auch, glaube ich, fast alle noch da geblieben. Und die, die weg sind, die haben bestimmt guten Grund, hoffe ich doch zumindest. Und ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert, das Thema, aber lohnt sich meines Erachtens echt, sich damit auseinanderzusetzen. Und weil es halt schon seine Vorteile hat. Ja, man kann es nicht in allen Märkten anwenden, man muss es ein bisschen testen, um da Gefühl für zu kriegen. Aber wie gesagt, wenn man solche, ich nenne es mal Idiotenmärkte hat, ja, wo es halt einfach nicht rauf und nicht runter geht, ist das halt einfach ein Segen. Ja. Man lässt das Ding laufen, guckt ab und zu mal drauf und ja, verdient tatsächlich dann einfach Geld, während die anderen alle nur rumstöhnen und darauf warten, dass sich der Markt bewegt. Und dafür ist es halt wirklich super. Und abschließend fragt der Andreas, in welchen Märkten funktionieren die automatischen Orders gut? Also ich habe halt eigentlich nur im DAX und DAO bisher damit gehandelt. Im Euro habe ich es nicht wirklich versucht. Also deswegen kann ich da jetzt auch nicht direkt eine Empfehlung geben. Aber weil der Grundansatz jetzt hier zum Beispiel von immer long, ja, basiert ja eben auf dem, was ich am Anfang erklärt habe, weil das sind halt nun mal Aktien und diese Mistdinger sind halt dazu da zum Steigen und die werden auch immer wieder gekauft. Und das genau erzeugt ja halt eben so eine Tendenz, die man halt damit einfangen kann. Wird im Euro auch gelingen, ja. Nur muss man dort wahrscheinlich dann irgendwie andere Settings dann halt haben. Das muss man probieren und da auch auf dem Demokonto oder eben im History Trading ein bisschen Erfahrungswerte sammeln, damit man da ein Gefühl für kriegt und dann einfach mal probieren, ja. Also ist natürlich keine Handelsempfehlung, ja. Das haben wir am Anfang ja auch gesagt. Das darf ich natürlich nicht geben. Ich sage aber an der Stelle nur, es macht Sinn, sich damit mal zu befassen. Und wenn man dann für sich rausfindet, das ist eine gute Sache, und dann
kann man das natürlich alternativ zum normalen Handel auch genauso verwenden. Alright, so, über eine Stunde. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen was Interessantes zeigen und womit ihr was anfangen könnt. Bedanke mich für eure Geduld, euer Dabeisein bei dem schönen Wetter. Aber alle, die nicht da waren, haben halt auch wieder was verpasst. So soll es auch sein an der Stelle. Und ja, würde mich an der Stelle verabschieden. Elena, hast du noch was von deiner Seite? Bist Ja, du noch? das ist ja auch das, das letzte der Oh, dein Ton ist ganz grauenvoll. Ich muss dich, glaube ich, nochmal ja, wiederholen. Nochmal bitte. aber mich so oder willst Ich höre dich gar nicht. Hört ihr die Elena? kurz Feedback bitte? Oh, du kommst leider ganz, ganz abgehakt hier rüber, Elena. Nur noch ab und zu so Ich ein. glaube, da habe ich ein bisschen damit. Ja, funktioniert irgendwie nicht. Ja, wollte ich einfach mal vielen lieben Dank dir und vielen Dank für die Beantwortung. Und ich hoffe, noch mal ein anderes Mal zu machen. Elena, ich weiß nicht, ob du mich hörst, aber man versteht dich leider wirklich überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Deswegen übernehme ich dann mal hier kurz die Verabschiedung. Also im Namen von Tickmill natürlich halt auch herzliches Dankeschön für euer Dabeisein. Informationen über den StereoTrader findet ihr natürlich auf der Tickmill Homepage. Elena, du kannst sie auch gerne mal nochmal kurz einblenden. Könnt auch dort den StereoTrader runterladen und ordern und bestellen, wenn ihr ein Konto bei Tickmill habt. Und ansonsten war das für heute vorerst das letzte Webinar in dieser Reihe, soweit ich da richtig liege. Bedanke mich ganz herzlich, wie gesagt, auch im Namen von Tickmill, dass ihr alle da wart und freue mich natürlich, wenn ihr dabei bleibt und wenn wir uns an dieser oder anderen Stelle hier bei Tickmill dann auch noch mal sehen. Euch allen auch einen schönen Abend, viel Erfolg beim Handel und viel Spaß natürlich mit dem StereoTrader. Und Dankeschön an Elena und an Tickmill. Bis dahin, ciao.